Dann fangen wir also heute ganz pünktlich an. Mein Name ist Nico Pech und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem Vortrag Postwachstumsökonomie und die Rolle des Geldes. Bevor ich einsteige in meine Ausführungen, möchte ich mich aber noch mal ganz herzlich, auch wenn jetzt die Herrschaften hier nicht zugegen sind, mich ganz herzlich bedanken bei den Organisatorinnen und Organisatoren dieses schönen Kongresses. Und entschuldigen muss ich mich auch dafür, dass ich nur leider heute hier sein kann, was ich sehr bedauere. Aber gut, das Leben besteht eben aus mehreren Baustellen und Hochzeiten, auf denen man tanzt oder baut oder was auch immer. Okay, und eine Warnung muss ich auch noch vorab loswerden. Ich bin kein Geldtheoretiker. Ich bin kein Geldtheoretiker und auch kein Finanzökonom. Und doch interessiert mich natürlich, weil ich Wirtschaftswissenschaftler bin, das Thema Geld. Der Grund ist, dass ich mich mit der Frage auseinandersetze, wie sähe denn wohl eine Wirtschaft aus, die nicht mehr wachsen muss? Und wenn ich von Wachstum rede, meine ich grundsätzlich das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist eigentlich das Maß für die Produkte, für die Güter, für die Dienstleistungen, die wir pro Jahr produzieren und verbrauchen und die Eigenschaft haben, das Resultat arbeitsteiliger Herstellung zu sein. Und genau damit möchte ich einsteigen, denn als Ökonom redet man natürlich logischerweise über Ökonomie. Wie funktioniert die Ökonomie? Ganz kurz nochmal für diejenigen, die ihr wirtschaftswissenschaftliches Studium schon vergessen haben oder bei denen es schon einige Jahre zurückliegt. Das, was wir Wohlstand nennen, all die vielen schönen materiellen, aber auch immateriellen Dinge, die wir käuflich erwerben können und die wir uns aneignen und die wir als Ausdruck von Fortschritt und Freiheit bezeichnen, all diese Dinge sind das Resultat einer ganz bestimmten Entstehungsgeschichte. Diese Entstehungsgeschichte ist wiederum nichts anderes als das, was man vermittelt bekommt in der Literatur oder auch im wirtschaftswissenschaftlichen Studium als industrielle Arbeitsteilung. Das heißt, all das, was wir als modernes Wirtschaften bezeichnen, hat einen Anfang und ein Ende. Den Anfang der Geschichte macht das, was vornehm ausgedrückt als, ja, was man als Ressourcenextraktion bezeichnen könnte. Ich würde sagen, da wird der Planet geplündert, um es einfach zu machen. Das heißt, da werden all jene materiellen Ressourcen aus der Erde gekratzt, die dann auf eine Reise geschickt werden. Und diese Reise ist notwendig, weil wir sonst nicht in der Lage sind, Kraft Spezialisierung, Kraft industrieller Arbeitsteilung, möglichst viel an Werten aus diesen Ressourcen rauszuholen. Das heißt also, diese Ressourcen werden auf eine, ja, sozusagen auf eine Schiene gebracht, die ich als Wertschöpfungskette bezeichne. Das sind die vielen Arbeitsstationen, die zu durchlaufen sind, damit am Ende ein Produkt oder eine Dienstleistung herauskommt. Um zum Beispiel so eine Armbanduhr zu produzieren, ist es vermutlich erforderlich, ausgehend von den ersten Ressourcen, die ich brauche, die dann hier einfließen, ist es erforderlich, wahrscheinlich 50 auf den Globus verteilte Arbeitsstationen zu durchlaufen, damit ich am Ende dieses Ding kaufen kann. Wenn ich dieses Ding nur da produziere, wo ich lebe, wo vielleicht eine Werkstatt ist, wo ein alter Uhrmacher oder ein junger Uhrmacher ist, der sozusagen alles selber macht, der all diese Arbeitsstationen dadurch ersetzt, dass er als Handwerker dieses Artefakt produziert. Wenn das so wäre, würde die Uhr wahrscheinlich das Hundertfache von dem kosten, was sie jetzt kostet, weil sie aus der industriellen Arbeitsteilung und damit aus der Massenproduktion kommt. Denn Massenproduktion bedeutet, dass jede einzelne dieser Arbeitsstationen so beschaffen ist, dass sich ein Unternehmen oder eine Fabrik auf einen ganz bestimmten Arbeitsgang spezialisiert. Das heißt zum Beispiel, dass dieses kleine Schräubchen, das Sie da hinten gar nicht sehen können, dass das aus Südkorea kommt und da ist eine große Fabrik und die produziert die Schräubchen. Dieses Glas hier kommt aus Bombay, das ist kratzfest, hoffe ich mal, und so weiter und so fort. Und am Ende dieses Prozesses, nachdem wir dann diese Produkte nicht nur benutzt oder genutzt, sondern auch vernutzt haben, kommt das daraus, nämlich der allerletzte Output all des Wohlstandes. Das heißt, diese Uhr wird wahrscheinlich nach 20 oder 30 Jahren Abfall, dieses Jackett nach 40 Jahren, dieser Rechner durchschnittlich nach 10 Jahren und dieses Gebäude vielleicht erst nach 850 Jahren. Aber nichts ist verschont von diesem Gang. Das heißt, dass wir erst den Planeten auskratzen und am Ende dann Dinge herauskommen, die eine ökologische Schädigung darstellen. Zwischen dieser Input- und Output-Seite, das eine ist das Ende, das andere der Anfang der Geschichte, finden drei Typen von Umwandlungsprozessen statt. Das eine ist die physische Produktion mit all den Transporten, die natürlich dazwischen liegen, all den Lagerungen, all den Logistikvoraussetzungen.
Das Zweite ist der Konsum, der Verbrauch. Sonst könnten wir das ja nicht Wohlstand nennen, wenn wir uns das nicht konsumtiv aneignen könnten, was da also am Ende dieser Wertschöpfungskette an Artefakten herauskommt. Und das Dritte ist eine wundersame Geldvermehrung. So, jetzt haben Sie eigentlich verstanden, wie Wirtschaft funktioniert. Das ist ganz einfach. Es gibt noch ein paar andere Resultate, die ich hier nur stichwortweise zusammenfasse. Ökologische Schädigung, auf die ich ja gerade schon eingegangen bin, aber hier möchte ich Sie nochmal speziell festmachen an dem eigentlich dringlichsten ökologischen Problem, das ist der Klimawandel. Dann Peak Oil, dazu hat der Norbert Rost heute schon so viel gesagt, dass ich, falls Sie alle schon da gewesen sein sollten, das gar nicht wiederholen muss. Es gibt tatsächlich auch ökonomische Grenzen dieses Wachstumsmodells und damit auch Verwerfungen. Das heißt, jene Ressourcen, von denen wir auf Gedeih und Verderb abhängig sind, die werden jetzt knapp. Knapp heißt nicht, dass morgen irgendwie wegen Peak Oil kein Öl mehr da ist, sondern knapp heißt, dass die Differenz zwischen Nachfrage, die explosionsartig steigt, und Angebot, das nicht mehr zu erweitern ist, dass diese Kluft größer wird, damit steigt der Preis. Und wenn dann der Preis eben für einen Barrel Rohöl bei, nehmen wir mal an, $200, $250 angelangt ist, dann ist die Party vorbei, weil es kein Produkt gibt in Deutschland, das vollständig unabhängig von Rohöl wäre. Gut. Dann immer noch Hunger und Armut in der sogenannten Dritten Welt oder in der Sphäre, die man als Entwicklungsländer bezeichnet. Dann Verschuldung und das Finanzchaos. Das muss ich hier auf dieser Tagung nicht näher erläutern, wobei eine Spielart der Verschuldung im Sinne einer Metapher oder einer Philosophie der Verschuldung werde ich gleich schon noch beleuchten. Und dann natürlich, das passt dann nun geradezu auf traurige Weise gut, unbeherrschbare Modernisierungsrisiken, hier nur am Stichwort Fukushima festgemacht. Was ich nun sagen möchte, nachdem ich mit Ihnen also dieses Wohlstandsmodell besichtigt habe, was ich nun sagen will, ist, dass wir sowas bräuchten eigentlich wie eine Philosophie der Plünderung. Also im Prinzip eine Wissenschaft, die aus der Perspektive des Advocatus Diaboli mal deutlich macht, dass jede Form des Wohlstandes immer nur ökologische Plünderung ist. Und dass das ein Grund dafür ist, dass man eben diesen Wohlstand nicht einfach über alle Grenzen hinweg vermehren kann. Diese Plünderung wissenschaftlich auf den Begriff zu bringen, ist gar nicht so einfach. Von Ausbeutung ist oft die Rede. Es ist oft die Rede von schlicht und ergreifend begrenzten Ressourcen und anderen Dingen. Und natürlich auch der Überstrapazierung der Senkenfunktion, das heißt die Belastung der Assimilationskapazität des Planeten. Aber mir ist es wichtig, einfach nochmal etwas anderes deutlich zu machen. Und da wird es auch ein bisschen ethisch, fast schon moralphilosophisch. Nämlich, dass wir vollständig über unsere Verhältnisse leben, wenn wir teilhaben an diesem Wohlstandsmodell. Über die Verhältnisse zu leben, heißt sich Dinge anzueignen, die einem in gewisser Hinsicht, und das ist jetzt eine Interpretationsleistung, das ist eine normative Aussage, Dinge, die man eigentlich gar nicht erarbeitet oder verdient hat. Das Fortschrittsmodell, das wir überall vor Augen haben, lehrt uns eigentlich, dass es so etwas gibt wie menschliche Schaffenskraft, so etwas wie Effizienz, wie Produktivitätssteigerung, wie Innovativität, Kreativität, dass das alles der Grund für diese Vielfalt an Wohlstand ist. Ich behaupte, das gibt es gar nicht. Ich behaupte, die Ökonomen haben alle Unrecht, wenn sie sagen, unser Wohlstand ist das Resultat von Effizienz. Es ist Plünderung. Effizienz ist ein Verblendungszusammenhang. Ich will hier an dieser Stelle, weil ich nicht alle Zeit der Welt habe, nur drei Spielarten dieser Plünderung, ich nenne sie Entgrenzung, ganz kurz ansprechen. Zunächst die zeitliche Entgrenzung. Haben jetzt, zahlen später. Damit ist gemeint, dass wir Bedarfe artikulieren, die über das hinausreichen, was wir in der Gegenwart zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Lage sind zu erwirtschaften. Deswegen verschulden wir uns. Deswegen muss ständig ein Vorgriff erfolgen auf Leistungen, die erst in der Zukunft erbracht werden. Nun gibt es viele Schlauberger, die sagen, naja, die Verschuldung, nehmen wir mal Griechenland als das extremste Beispiel, mal gucken, wer das nächste Land ist. In Griechenland kann man mal sehen, wie inkompetent die Politikerinnen und Politiker sind. Oder vielleicht sogar korrupt. Ich schrecke davor zurück, solche Aussagen zu treffen, aber man bekommt sie ja zu lesen. Da ist der Staat verschuldet. Ich hingegen bin nicht verschuldet. Da ist mein Haus, meine Yacht liegt da an der Nordsee. Ich habe hier zwei Autos, in jedem Zimmer ein Flachbildschirm, bin gut gekleidet, fliege 5-mal pro Jahr irgendwo hin, in Urlaub oder ich nenne das da natürlich Dienstreise, aber Sie kennen das und so weiter. Und mein Konto ist nicht überzogen, also bin ich nicht verschuldet. Die da oben sind verschuldet.
Völliger Quatsch. Meine Großeltern führten noch einen Begriff im Munde, der etwa so lautete: Man muss sich die guten oder schönen Dinge vom Munde absparen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, unter Verhältnissen zu leben, in denen eigentlich die wichtigen, die lebenserhaltenden Funktionen eines Versorgungssystems einen noch so großen Anteil am eigenen Einkommen einnehmen, dass man sich nicht alles leisten kann. Inzwischen ist es so, dass der Staat in Deutschland jene Dinge, die lebenserhaltend sind, so brutal subventioniert, damit der moderne Konsument und die Konsumentin quasi damit nichts mehr zu tun haben. Das ist die Ernährung, das ist der Gebäudebereich, das ist der Verkehr, das ist die Bildung, das ist die Gesundheit, das ist die Sicherheit, das ist Energie, das ist Wasser, das ist Grund und Boden und das ist die Entsorgung. Das sind lauter Dinge, für die gilt, dass wenn wir die wahren Preise dafür bezahlen müssten und sie nicht vom Fiskus im Sinne von Verschuldung gewährleistet würden, dann könnten wir uns all den Ramsch gar nicht leisten, den wir jetzt als Wohlstand bezeichnen, von dem wir glauben, wir hätten ihn uns erarbeitet. Okay, die physische Entgrenzung. Der Mensch hat seit der jüngeren Steinzeit erstens nichts dazugelernt. Ich bin ja kein Programmierer, aber ich behaupte mal, hier oben diese Festplatte, die ich hier habe, plus Arbeitsspeicher, plus Motherboard und Prozessor hat nicht viel mehr drauf, als das, was jemand im Neandertal drauf gehabt hat. Ich habe ein paar mehr Bildungsstufen, das ist ja auch eine Wertschöpfungskette, durchlaufen, aber das ist auch alles, das ist nur die Programmierung, die Hardware ist dieselbe. Und ich stoße schnell an Grenzen. Außerdem habe ich genauso wie der Mensch im Neandertal zwei Hände, zwei Beine und einen Körper. Und ich bin sogar nicht mal so belastbar wie der, weil ich nicht jeden Tag vor so einem Säbelzahntiger ausweichen muss oder rennen muss, wenn irgendwelche Dinosaurier hinter mir her sind. Sie merken schon, ich bin Ökonom und nicht Anthropologe. Aber egal. Das heißt, physisch habe ich auch nichts dazu gelernt. Das heißt, obwohl ich überhaupt nicht in der Lage bin, physisch mehr zu leisten als jemand, der vor Tausenden von Jahren lebte, eigne ich mir immer mehr physische Leistung an. Häuser, Flugreisen, ich lasse mich bedienen im Restaurant, ich benutze solche Dinge. Wo kommt diese Differenz her? Diese Differenz ist nicht meine Schaffenskraft. Viele sagen, nee, das ist, sogar Karl Marx hat das gesagt, Kopfarbeit. Viele sagen, es gibt ja die Wissensgesellschaft. Das ist das Wissen, das wir produzieren. Mal unter uns. Ich habe noch nie ein Flugzeug gesehen, das man mit flüssigem Wissen betanken kann. Ich habe noch nie einen Computer gesehen, wo aus der Leitung Wissen rauskommt. Ich habe auch noch nie ein Auto gesehen, das man mit Wissen betanken kann. Ich habe noch nie eine Hauswand gesehen, die aus geronnenem Wissen besteht. In Wahrheit sind das sogenannte Energiesklaven, so wie Heinz-Peter Dürr sie nennt. Das heißt, wir entwickeln immer mehr Energieumwandlungsprozesse, die wir durch Tastendruck neuerdings nur noch, auch an Arbeitsplätzen, quasi in Gang setzen, triggern, wie es so schön heißt, und die machen die Arbeit für uns. Aber diese Dinge müssen produziert werden und sie verbrauchen immer mehr Energie. Das heißt also, in Wahrheit ist unsere vermeintliche Schaffenskraft nichts anderes als das Plündern von Energievorräten, von Flächen, von mineralischen und organischen Substanzen und so weiter und so fort. Die dritte Spielart der Plünderung ist die räumliche Entgrenzung. Damit ist gemeint, dass wir uns nicht mehr mit Sesshaftigkeit begnügen. Das meine ich nicht nur in dem Sinne, dass wir ständig irgendwo hinfliegen müssen, was ja ökologische Schadensmaximierung ist. Ein Mensch kann keinen größeren ökologischen Schaden anrichten, legal, als ein Flugticket zu kaufen. Ist so. Eine Flugreise von hier nach New York und zurück sind 4,2 Tonnen, nach Sydney 14,5 Tonnen. Okay, so. Aber das ist nicht alles, vor allem die Dinge, mit denen wir uns umgeben. Ja? Beispielsweise diese Uhr, deswegen habe ich ja die Geschichte mit der Wertschöpfungskette erzählt. Dieser Rechner, das Jackett möglicherweise auch, das alles ist das Resultat der Abschöpfung von Arbeitskraft und Ressourcen von anderswo. Ich komme aus Niedersachsen. In Niedersachsen haben wir im Dezember letzten Jahres ein historisches Ereignis erlebt, von dem wenige Leute Notiz genommen haben. Erstmals in der Geschichte dieses Bundeslandes ist man in Niedersachsen also nicht mehr in der Lage, den Bedarf an Getreide auf Grundlage eigener Flächen zu befriedigen. Hat was mit der Energiewende zu tun, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Das heißt also, das liegt daran, dass so viele ehemalige Getreidebauern durch das viel besungene und gelobte erneuerbare Energiengesetz quasi es lukrativer finden, das kann man ja ausrechnen, Energiemais anzubauen. Das heißt, Niedersachsen muss jetzt auch das tun, was alle Welt und was man überall macht,
tut nämlich die Tentakeln, die unsichtbaren Tentakeln des Wohlstandsmodells ausstrecken, um Flächen in Asien, in Lateinamerika und in Afrika abzuscannen und zu gucken, ob man nicht da dann das Getreide erwerben kann. Das ist die Vereinnahmung von Flächen, also Landgrabbing, das wir brauchen, um die Lücke zu schließen. Denn wir wollen ja nicht Energie sparen, das wäre das Letzte. Deswegen müssen wir erstmal Energiepflanzen haben und müssen dann sehen, wo wir anderswo diese Dinge bekommen. Ja, und was hat das mit Geld zu tun? Ganz einfach, ohne Geld wäre das nicht möglich. Nichts von dem, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, diese drei Plünderungsszenarien, die sich ergänzen zu unserem Wohlstandsmodell, nichts davon wäre ohne Geld möglich. Was das auch heißt ist, dass man natürlich viel reden kann über den Zins, man kann viel reden über einen anderen Umlaufimpuls, man kann über eine Vollgeldreform reden, man kann über den Bankerplan von John Maynard Keynes reden, lauter Dinge, die ich alle befürworte übrigens, komplett. Ja? Vor allem natürlich Regionalwährung, über die gerade der Norbert Rost hier referierte, wobei ich sage, beide Varianten, Euro-gedeckt, leistungsgedeckt, sind gute Ansätze, da wo sie als Kompromiss oder wo sie vom Kontext her einfach gut passen. Die Pluralität finde ich da ganz gut und dann wird sich vielleicht in den nächsten Jahrzehnten herausstellen, welche von diesen Varianten die besseren dann sind, wenn wir das ausfächern. Worauf ich hinaus will ist, selbst wenn man das beste Geld der Welt hat, selbst wenn man die vielen Pathologien, die sozusagen am Geldsystem hängen, wenn man sie wegoperiert, bleibt immer noch etwas übrig. Bleibt immer noch übrig, dass das Geld selbst ein Kommunikations-, ja ein Koordinationssystem ist, das genau diese Plünderungsphänomene überhaupt erst möglich macht. Ohne Geld als Verrechnungssystem, als Tauschmittel ist es nicht möglich, diese dreifache Entgrenzung, die körperliche, die zeitliche und die räumliche, so vorzunehmen. Das heißt, das Geld ist in Wahrheit das, was ich gerade so scherzhaft bezeichnet habe, als die Ansammlung der unsichtbaren Tentakeln, mit denen wir sozusagen Dinge abschöpfen, die wir nie verdient haben im ethischen Sinne, sondern die wir uns schlicht und ergreifend aneignen. Deswegen ist Geld für mich wichtig, als jemand, der sich mit dem Wohlstandsmodell, das also Freiheit und Fortschritt verkörpert, sich schwer tut. Ich möchte jetzt schon mit der Tür ins Haus fallen und gleich sozusagen die Antithese zu diesem Wohlstandsmodell grob skizzieren. Und da tauchen jetzt zwei Begriffe auf, die ein Leitmotiv darstellen, ein Leitmotiv für eine Postwachstumsökonomie. Unter einer Postwachstumsökonomie verstehe ich einen Orientierungsrahmen, in dem sich jene Lösungen verorten lassen, die sich eben zu einer Versorgungssituation ergänzen, die nicht darauf angewiesen ist, zu wachsen und zu entgrenzen, ruinös, pathologisch zu entgrenzen. Die Suffizienz, das ist ein Begriff, der Reduktionsleistung anspricht. Damit ist Folgendes gemeint, und ich möchte gleich eine These in den Raum stellen, die ich anhand der sogenannten Energiewende versuche, beispielhaft zu unterlegen. Die Veränderung unserer Ansprüche. Wenn wir die pathologischen Eigenschaften unseres sogenannten Wohlstandsmodells glauben, irgendwie eindämmen oder mindern zu können, ohne unsere Ansprüche an materielle Selbstverwirklichung radikal zu reduzieren, dann lösen wir die Probleme nicht nur nicht, sondern wir verschärfen sie, wir verschlimmbessern alles. Das mache ich gleich an einem Beispiel deutlich. Das heißt, die Suffizienz als ein Prinzip der Reduktion von Ansprüchen ist das einzige wirklich noch verantwortbare Gestaltungsprinzip für moderne Ökonomien im Großen und Lebensstile im Einzelnen. Harte These, oder? Okay. Können wir auch noch drüber diskutieren. Dann die Subsistenz. Wenn wir ausgehend von Reduktionsprinzipien es schaffen, diesen Wertschöpfungskomplex, den ich ja gerade so ein bisschen gebrandmarkt habe, zugegebenermaßen, auch mit einigen Pointierungen und Übertreibungen, wenn wir es geschafft haben, den zurückzubauen, nehmen wir mal um die Hälfte, 50-50, kann sich jeder merken, dann reicht das immer noch nicht aus, um damit den Mechanismus der Produktion, der also hinreichend geschrumpft und wieder eingehegt ist, also nicht mehr so entgrenzt ist, dann reicht das nicht aus, denen einen Zustand zu überführen, der stabil bleibt. Steady State, nennt das mein Kollege Herman Daly. Sondern wir müssen dann noch strukturelle Veränderungen vornehmen. Da spielt auch wieder das Geld eine Rolle, darauf komme ich noch zu sprechen und erzähle Ihnen dann aber nichts Neues, weil ich das Pulver im Hinblick auf Geldreformansätze sicherlich nicht neu erfinden kann. Aber da ist die Subsistenz wichtig. Unter Subsistenz verstehe ich die Verkürzung der Distanz zwischen Verbrauch und Produktion. Das heißt, diese hier nur grob skizzierte Wertschöpfungskette,
wird in gewisser Hinsicht eingedampft. Die kürzeste Distanz zwischen Verbrauch und Produktion ist die reine geldlose, kapitallose, industrielose und postfossile Form der Produktion, der eigene Garten, die eigene handwerkliche Fähigkeit oder eine Gemeinschaft, in der man Dinge geldlos, ohne energetische Infrastruktur tauscht und natürlich auch Dinge erzeugt. Aber es gibt Zwischenlösungen. Die schönste aller Zwischenlösungen hat eben gerade Norbert Rost vorgestellt, der Elbtaler beispielsweise. Ja, das ist eine deglobalisierte, regional eingehegte Form des Leistungsaustausches, die durchaus noch die Vorteile der Arbeitsteilung nutzt, aber in einem deglobalisierten, wie ich das schon sagte, also räumlich abgegrenzten Radius, sodass man hier im Prinzip einen pragmatischen Mittelweg beschreitet, den ich für sehr, sehr interessant halte. Aber auch unter Ausnutzung aller Suffizienz- und Subsistenzpotenziale wird ein Rest oder ein Rumpf an Industrieproduktion übrig bleiben. Den können wir verbinden mit Formen einer modernen Subsistenz und darauf komme ich noch später zu sprechen. Ich möchte die erste These begründen, nämlich warum es so wichtig ist, endlich ernst zu machen mit Reduktionsmaßnahmen. Gerade jetzt, auch am Wochenende, haben sich viele wieder vor Freude in den Armen gelegen, weil die sogenannte Energiewende jetzt ja Platz greift, wie es so schön heißt. Nach Fukushima sind sich alle einig, dass wir jetzt aus der Atomenergie aussteigen müssen. Alle demonstrieren trotzdem noch gegen Atomkraftwerke, weil es ein schönes Ritual ist. Aber gegen Kohlekraftwerke geht kein Mensch auf die Straße. Auch auf die Gefahr hin, von ihnen gesteinigt zu werden, sage ich Ihnen eins. So ein Reaktor wie in Moorburg mit 1,64 Gigawatt Nennleistung, also ein Kohlekraftwerk, ist für mich kein Deut besser als irgendein deutsches Atomkraftwerk. Ich will beide aus der Welt haben. Dieses Kraftwerk in Moorburg produziert pro Jahr so viel CO2 wie ein ganzes lateinamerikanisches Land, nämlich Bolivien. Und das ist nur eines von vielen. Das ist nicht mal die größte Klasse der neuen Braun- und Steinkohlekraftwerke. Es gibt zwei 1,8 Gigawatt Kraftwerke und dann meine beiden Lieblinge. Ich schwöre Ihnen, da fahre ich hin, um die mir anzugucken, weil ich nicht glauben mag, wie sowas, mir nicht vorstellen kann, wie so etwas aussieht. Das muss ja größer sein als die Pyramide von Gizeh. Also hier, Neurath und Niederaußem. 2,2 Gigawatt. Was soll das für ein Kraftwerk sein? Ich kenne in Deutschland kein Atomkraftwerk, das so groß ist. Ja, deshalb erwarte ich. Deswegen ja. Ich nehme auch ein Fotoapparat mit. Wenn Sie jetzt abzüglich der mit dem Roten Kreuz versehenen Objekte, die jetzt tatsächlich im Bau befindlichen, oder in einem unwiderruflichen Planungsstadium befindlichen Braun- und Steinkohlekraftwerke zusammenrechnen, kommen Sie auf eine Gesamtleistung von je nach Modus 18,5 bis 20,5 Gigawatt. Das ist die Atomkraftwerksleistung. Das ist die Energiewende und nichts sonst. Da redet niemand drüber. Nicht mal Greenpeace. Greenpeace hat ja auch den Menschen versprochen. Steigt aus der Atomenergie aus, seid glücklich, habt ein gutes Gewissen, das geht mit dem Klimaschutz schon in Ordnung. Tut es nicht. Das ist das große Problem. Wir haben 2010, das ist wieder ein neuer Rekord, nachdem ich den Niedersächsischen in der Getreideproduktion gerade schon angesprochen habe, haben wir 8 Millionen Tonnen an Kohle aus Kolumbien importiert für deutsche Kohlekraftwerke. Also es geht auch gar nicht darum, die deutsche Kohleindustrie dadurch zu fördern oder zu schützen, sondern wir brauchen bald so viel Kohle, dass wir dann sogar diesen weiten Weg noch mitberechnen müssen, wenn wir die CO2-Bilanz für diese Kraftwerke durchführen, also diesen weiten Weg bis nach Lateinamerika. Tagebau, schauen Sie sich mal im Internet die Bilder an über die Abraumhallen der Kohle in Kolumbien. Und warum das Ganze? Aus nur einem einzigen Grund, weil wir nicht sparen wollen. Weil wir wirklich dieser Lüge aufsitzen, dass man beides haben kann. Also den Wohlstand nicht antasten, denn Energie ist ja unser Wohlstand. Das habe ich ja zu Beginn meiner Ausführung erklärt. Den nicht antasten und gleichzeitig sich damit brüsten, jetzt steigen wir aus der Atomenergie aus. Wo bleiben die regenerativen Energien? Nochmal zurück zu der Geschichte mit der Armbanduhr. Wenn es so ist, dass alle Dinge, die wir Wohlstand nennen, und zwar in steigendem Maße, gar nicht mehr in Deutschland produziert werden. Die ganze IT, die ganzen Schrittmacher des wirtschaftlichen Wachstums auf den Konsumgütermärkten in Europa kommen von vornherein physisch zu 100% aus Indien, China und anderen Ländern, die sich darauf spezialisiert haben, vor allem smarte Produkte herzustellen. Bei der Textilindustrie war das schon
lange so und in der Automobilindustrie ist das auch noch so. Nicht auch noch, sondern mit steigender Tendenz. Wenn das so ist, dann kann man nicht den Energiemix Deutschlands nehmen und sagen, hurra, die regenerativen Energieträger haben inzwischen schon eine zweistellige Prozentzahl, was den Energiemix anbelangt, erreicht, fast 20%. Nein, der weltweite Energiemix ist die einzige Größe, an der wir festmachen können, was die Bedingungen und Möglichkeiten einer Energiewende sind und wie weit wir gekommen sind und wie weit wir noch kommen müssen. Und hier habe ich den weltweiten Energiemix. Das sind Zahlen von 2007, die aber immer noch auch vom Umweltbundesministerium benutzt werden. Das ist jetzt die Endenergie, nicht die Primärenergie. Aber die ist aussagekräftig, weil das ist die Energie, die wir nach dem Umwandlungsprozess benutzen. Hier ist die Rede von 16% an erneuerbarer Energie. Abgesehen davon, dass das auch nicht viel ist und dass die Renaissance der Kohle ja nicht nur in Deutschland, sondern noch viel schlimmer in China, Indien, Brasilien, auch Neuseeland und Südafrika und so weiter vonstatten geht, ist das ohnehin so, dass sich die Gewichte verschieben. Das heißt, wir werden eher eine Refossilisierung der Energie haben. Aber ich will noch auf was anderes hinaus. Diese 16% sind deshalb nicht viel, weil 1973 schon, das sind Zahlen, die mir vorliegen, davor ist es ganz schwierig, einen Energiemix zu finden, 1973 betrug der Anteil schon ungefähr 14%. Komisch, da hat es noch keine Energiewende gegeben. Jetzt geht Ihnen Licht auf. Es ist traditionelle Biomasse. Kuhfladen, ohne Witz, und das Holz, das die Ärmsten der Armen einsammeln müssen, weil sie keine anderen Energieträger haben. Was wir bräuchten, um unser Wohlstandsmodell aufrechtzuerhalten, ist das, was Energieökonomen als moderne regenerative Energie bezeichnen. Also Windenergie, Photovoltaik, Solarthermie und natürlich auch sogenannte moderne Biomasse, die hier gerade mit 0,2% zu Buche schlägt. Wo ist hier die Photovoltaik? Wo ist hier die Windenergie? Ganz einfach, die ist so gering, dass sie da nicht reinpasst. 0,2%, die sitzt hier in den Sonstigen. So viel zur Energiewende. Und wir müssen aufpassen, dass nicht in 5 Jahren, dass das nur noch 0,1% sind. Und zwar nicht einfach, weil wir nicht genug Landschaften verwüsten, um noch mehr Windkraftanlagen aufzubauen oder Flächen zu verspiegeln, was ja jetzt der neue Trend ist in Deutschland, oder zu wenig Landschaft degradieren durch Energiemais. Nein, weil der Zuwachs an Kohlekraftwerken einfach noch schneller ist. Was ist der Punkt? Es hilft nichts. Also mit Wachstum kommt man da nicht weiter, sondern nur mit Schrumpfung. Deswegen kann also im Prinzip Nachhaltigkeit, Klimaschutz nur zu tun haben mit Einsparung. Technische Innovationen, die von diesen 0,2 oder bald 0,1% auf 100% kommen, sind mir nicht bekannt. Wie viele Planeten bräuchte man, um die Anlagen aufzustellen zur Nutzung regenerativer Energie? Und wie viel Energie braucht man, um diese Anlagen zu produzieren? Spezialthema von mir, weil ich derzeit gerade einen Lehrstuhl für Produktion vertrete. Hier zum Klimaschutz. Klimaschutz würde bedeuten, wenn wir ihn in Einklang bringen wollten, mit globaler Gerechtigkeit würde bedeuten, dass wir unter Einhaltung des 2-Grad-Klimaschutzziels, auf das sich ja alle europäischen Regierungen geeinigt haben, dass wir einen Zielkorridor für die individuelle CO2-Bilanz zugrunde legen müssten. 2,7 Tonnen CO2 pro Kopf und pro Jahr wären noch denkbar, wenn wir das 2-Grad-Ziel einhalten wollten und wenn wir tatsächlich im Sinne eines kategorischen Imperativs à la Immanuel Kant sagen, dass jeder Mensch auf diesem Planeten dasselbe Recht hat, die Schätze der Erde in Anspruch zu nehmen. Wir liegen in Deutschland bei knapp 11 Tonnen. Eine Flugreise und Sie liegen außerhalb des Korridors, außer vielleicht nach Mallorca, aber dann müssen Sie ganz wenig Fleisch essen und dürfen dann nicht mehr Auto fahren. So sieht das aus. Wer das nicht will, kann das sagen, muss aber dann auch sagen, dass er oder sie keinen Klimaschutz oder keine globale Gerechtigkeit will. Da hängt der Hammer. Nochmal, was wir erreichen müssen, ist auf Basis weiteren wirtschaftlichen Wachstums oder technischer Innovation einfach abstrus. Wir stehen hier an dieser Stelle nun, wenn wir mal einen Blick werfen in die Dogmenhistorie der Nachhaltigkeitsdiskussion, wir stehen hier an einer Weggabelung. Das, worüber ich mich jetzt implizit, ohne es beim Namen zu nennen, die ganze Zeit lustig gemacht habe, ist eben diese Fortschrittsvision einer, ich
nenne es mal so, ökologischen Modernisierung unseres Wohlstandsmodells. Nämlich, dass wir eventuell über technische Innovation, über eine Energiewende und den ganzen anderen Krimskrams es schaffen könnten, und deswegen rede ich hier von einer Entkopplungsstrategie, das Bruttoinlandsprodukt weiter wachsen zu lassen, weil das Maß für die Art von Wohlstand ist, den wir uns aneignen, und gleichzeitig die Ökosphäre zu entlasten. Die ökologische Effizienz und die ökologische Konsistenz, das sind so die beiden Konzepte, die man da vor Augen hat. Die ökologische Konsistenz ist nichts anderes als geschlossene Kreisläufe herzustellen und regenerative Energie zu verwenden. Und die Effizienz bedeutet, irgendwie über technisches Können den Input an ökologisch relevanten Ressourcen, zumal Primärenergieträger, zu reduzieren. Wer also ein 3-Liter-Auto fährt, kann sagen, das ist zumindest während des Betriebs um den Faktor 2 effizienter als ein 6-Liter-Auto. Wer ein Passivhaus bewohnt, könnte von sich sagen, das ist um den Faktor 5 etwa günstiger, aber nur bezogen auf Wärmeenergieverbräuche, als ein Haus, das nach der Energieeinsparverordnung 09 errichtet wurde, um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Darauf möchte ich mich, weil ich nicht genug Zeit habe, nicht näher einlassen, wieso diese Entkopplungsstrategie nicht funktioniert. Ich denke, ich habe Ihnen zwei Bilder an die Hand gegeben, die mal zeigen, wie utopisch man denken müsste, wie naiv fortschrittsgläubig man sein müsste, um sozusagen die Entkopplung hinzubekommen. Mir geht es, und deswegen spreche ich von einer Weggabelung, um eben einen anderen Aspekt von Zukunftsfähigkeit, nämlich Postwachstumsökonomik. Dass ich gerade von einer Postwachstumsökonomie gesprochen habe und jetzt von Postwachstumsökonomik, hängt damit zusammen, dass das eine neue ökologieorientierte Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften ist, also die Postwachstumsökonomik, und das andere tatsächlich, wie ich es gerade ja schon ansprach, aber ich will das gerne nochmal wiederholen, tatsächlich ein Analyseobjekt ist, das heißt eine mögliche Form des Wirtschaftens. Und die Postwachstumsökonomik, die ich versuche so ein bisschen auch an der Uni, an der ich gerade mein Unwesen treibe, also wo ich versuche, das so ein bisschen zu verankern, also die stützt sich auf drei wichtige Fragen eigentlich. Das erste ist, welche wissenschaftlichen Ebenen oder Begründungszusammenhänge gibt es, die uns lehren, dass weiteres wirtschaftliches Wachstum keine Option für das 21. Jahrhundert sein kann. Ein Aspekt von den vieren, die ich hier grob unterscheide, habe ich gerade genannt, nämlich dass die Entkopplung eine Chimäre ist, reine Fortschrittsgläubigkeit, fast eine Ersatzreligion. Dann zum Zweiten, es gibt ökonomische Grenzen, Peak Oil. Aber nicht nur Peak Oil, Peak Soil, denken Sie an die Flächen. Ich habe ja gerade schon über Flächenknappheit in Niedersachsen gesprochen. Coltan, Indium, Palladium. Selbst die Produktion jener Anlagen, von denen man glaubt, sie würden zur Entkopplung beitragen, schaffen neue Ressourcenabhängigkeiten. Wer von Ihnen wusste, dass man zum Beispiel, um ein Auto mit Hybridantrieb zu produzieren, 12 Kilo an sogenannten seltenen Erden braucht? Sie alle wissen das aus den Medien, wie knapp diese seltenen Erden werden und wie hoch der Preis irgendwann sein wird und dass Sie sich dann so ein Ding gar nicht kaufen können. Ein Elektroauto braucht so viel Lithium für einen Akku, dass wir jetzt schon von Peak Lithium eigentlich reden können oder zumindest schon davon ausgehen können, dass während des nächsten Jahrzehnts Peak Lithium erreicht wird. Okay, dritte Begründungsebene, die Glücksforschung. Auch das dürfte Ihnen bekannt sein, deshalb nur ein Satz dazu. Nicht nur Psychologen, Geisteswissenschaftler, Kultursoziologen, sondern inzwischen auch richtig traditionell ausgebildete Volkswirte widersprechen nicht mehr dem wichtigsten Befund der sogenannten Science of Happiness oder Glücksforschung, nämlich, dass nach Erreichen eines bestimmten Wohlstandsniveaus ein weiteres Wachstum desselben überhaupt nicht dazu führt, dass das Glück, das Wohlbefinden der Menschen mitwächst. Es kann das Gegenteil passieren. Und das ist das, was wir derzeit erleben. Die Zivilisationskrankheit Nummer 1 in modernen Konsumgesellschaften ist nicht mehr der Krebs, sondern die Depression. Da stimmt doch was nicht mit der Logik, sei frei, sei reich, habe viel, flieg viel, ess viel, kauf viel, zieh viel an, hab viele Häuser, viele Yachten, SUVs und sei glücklich. Es klappt nicht. Das erschöpfte Selbst, so wie der französische Soziologe Alain Ehrenberg das Phänomen nennt, hat uns alle im Griff. Erst die Überforderung, dann die Reizüberflutung, dann der Burnout und wenn man da nicht die Bremse kriegt, dann die Depression. Ich übertreibe, Sie merken das, aber wir sind alle noch nicht so weit, aber dann, sonst säßen wir auch nicht hier. Okay, dann die Ambivalenzen der sozialen Wachstumslogik. Also ich habe 10 Jahre an einem Lehrstuhl für Außenwirtschaftstheorie gearbeitet, so richtig als strammer Volkswirt und habe also alle Weihen
der neoliberalen Außenhandelstheorie, also wirklich mit Spritzen und Pillen und mit einem Trichter und auf alle ja, denkbaren Wege verabreicht bekommen. Und trotzdem sage ich Ihnen, es ist großer Humbug, zu behaupten, dass die Flut alle Boote hebt. Wird ja immer gesagt, nicht? Wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt, haben auch die Armen was davon. Oder wenn überhaupt das Weltbruttoinlandsprodukt steigt, dann haben auch die Armen was davon. Genau das stimmt nicht. Und man muss keine ketzerische, subversive Ökonomie betreiben, um das zu begründen. Man nehme sich einfach nur den Ihnen bekannten Nobelpreisträger Paul Samuelson und schlage mal nach, was er schon in den 40er Jahren zusammen mit seinem Kollegen Wolfgang Stolper zu Papier gebracht hat, das berühmte Stolper-Samuelson-Theorem. Demnach ist es so, dass der Versuch, Länder reicher zu machen, indem man sie anschließt an die internationale Arbeitsteilung, da bin ich wieder auf meiner ersten Folie, dass der Versuch, dadurch das Bruttoinlandsprodukt zu steigern, was übrigens zur Konsequenz hat, dass alle daran sich beteiligenden Länder auch einen Schub des Bruttoinlandsproduktes haben, dass man glaubt, damit die Armen reicher zu machen, dass dann genau das Gegenteil passiert. Weil jedes Land, das die Vorteile, die Bruttoinlandsprodukt steigernden Effekte des Außenhandels nutzen will, braucht einen Strukturwandel. Und dieser Strukturwandel erzeugt immer Gewinner und Verlierer. Und die Verlierer sind meistens diejenigen, die schon vor dem Strukturwandel zu den Ärmsten der Armen zählten. Und wenn die etwas weniger haben, können sie verhungern. Wer heute am Existenzminimum knappst, irgendwo in Afrika oder Lateinamerika, und durch einen Strukturwandel das bisschen an Versorgung verliert, weil alles flieht und flüchtet in die Metropolen, da wo sozusagen die Wirtschaft boomt, oder weil Infrastrukturen zusammenbrechen, weil Ressourcen entzogen werden, um sie im Sinne einer, wir nennen das so, Reallokation dahin zu lenken, wo die Wettbewerbsfähigkeit für den internationalen Markt gesteigert werden soll, dann kann der Preis für weiteres Wirtschaftswachstum der sein, dass Menschen verhungern. In Brasilien, in Indien, in China haben sie diese Phänomene, dass sie neue Mittelschichten, urbane Mittelschichten erleben, die unseren Lebensstandard kopieren und die einen solchen Zuwachs an Kaufkraft haben, dass das Bruttoinlandsprodukt insgesamt steigt, aber an den Rändern, in den Regionen werden gleichzeitig Menschen ärmer, auch wenn das nicht mehr die Mehrheit ist. Aber was ist uns denn der Wohlstand wert? Wie viel Menschenleben ist es uns denn wert, zu wissen, dass also in Peking und Wuhan beispielsweise der Wohlstand der Mittelschichten steigt, aber gleichzeitig einige Menschen plötzlich mit dem Überleben kämpfen müssen, irgendwo in der Provinz. Gut, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Wachstumsursachen sind mir wichtig. Sie sehen hier an den Eintragungen, wie viele unterschiedliche Begründungsebenen es dafür gibt, dass eine moderne, arbeitsteilige, geldbasierte Volkswirtschaft offensichtlich nicht anders zu stabilisieren ist als dadurch, dass das Bruttoinlandsprodukt wächst. Das wissen Sie auch aus den Nachrichten. Also Herr Rösler macht kein dümmeres Gesicht, als dann, wenn er zu hören bekommt als Wirtschaftsminister, dass die Wirtschaft nicht wenigstens um 1,5% real wächst. Ich rede also vom Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes. Und alle seine Vorgängerinnen und Vorgänger auch. Aber es ist nun so, dass die Gründe dafür, dass also jenseits des Wachstums das von mir heute zu Beginn charakterisierte Wohlstandsmodell nicht zu stabilisieren ist, das hat eben nicht nur ökonomische Gründe, es hat auch kulturelle Gründe, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte. Und ganz zum Schluss, ich werde hier gleich noch drauf eingehen, die dritte entscheidende Frage der Postwachstumsökonomik: Was wären jetzt Charakteristika und Eigenschaften einer Wirtschaft ohne Wachstum? Ich möchte ganz kurz, und das ist jetzt wirklich eine Verkürzung, also Unterkomplex, wie es so schön heißt, ganz kurz auf die Grundstruktur der Wachstumsursachen eingehen, damit sich der Kreis zum Thema, was hat das alles mit Geld zu tun, auch wieder ein bisschen schließt. Und das ist dann nicht die einzige Stelle, wo er sich schließt, sondern auch dann später, wenn ich nochmal auf die Konturen einer Postwachstumsökonomie eingehe. Ich unterscheide hier ganz grob zwischen strukturellen Wachstumstreibern, ich bezeichne sie ebenfalls als Push-Faktoren, die sind systemimmanent in der Arbeitsteilung und im Geldsystem verborgen. Und hinzu kommt eine weitere Klasse oder Kategorie von Wachstumstreibern, die ich hier noch nicht auf die Folie bringe. Nochmal da oben die Wertschöpfungskette. Denken Sie nochmal an die 50 Stationen, diese spezialisierten Produzenten, die jeweils einen Einzelteil herstellen, damit am Ende diese Uhr rauskommt und so billig ist, dass wir sie gut kaufen können.
und noch Geld für die vielen anderen Sachen übrig bleibt. Jede einzelne der daran beteiligten Unternehmungen, die sich ja spezialisiert hat und Größenvorteile dadurch, dass sie nur das Schräubchen oder nur dieses Zifferblatt produziert, die sich ja darauf spezialisiert hat, braucht Kapital, um zu produzieren. Das unhintergehbare Merkmal der arbeitsteiligen Produktion ist die Notwendigkeit, vor Aufnahme der Produktion Kapital zu beschaffen. Das nicht zu wollen oder tun zu müssen, lässt nur einen Weg offen, das mit der Werkstatt. Das Ding selber bauen oder durch handwerkliche Fähigkeit, also möglichst nicht Kapital, sondern arbeitsintensiv zu produzieren. Dann brauchen Sie weniger Kapital, aber dann kommt nicht diese Masse an materiellem Wohlstand dabei heraus. Wenn das so ist, dass jede dieser dazwischen geschalteten Wertschöpfungsstufen Kapital braucht, dann haben wir folgendes Problem. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt zu meinem Freund Josef Ackermann, der mit dem ich immer so Golf spiele am Wochenende, wenn wir nicht auf unserer Yacht sind, und sage, du Josef, ich habe da so ein super Geschäftsmodell, ich will mich jetzt spezialisieren auf Zifferblätter für so eine Uhr. Ich brauche da mal 5 Millionen Euro Startkapital, um die Produktionsstätte überhaupt erstmal zu errichten und natürlich auch für die Löhne, Gehälter, für die Inputfaktoren und so weiter. Kein Problem. Hier, das Geld. Aber 10% Zinsen hätte ich gerne. Was heißt das? Die meisten von Ihnen wissen das. Dass ich jetzt quasi, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten, mich nicht damit begnügen kann, alle Kosten abzudecken, sondern ich muss zusätzlich diese Zinsen erwirtschaften. Und so kommt tatsächlich eine Art Wachstumszwang in die Produktion. Das gilt für jede einzelne der an der Arbeitsteilung beteiligten Stufen. Jetzt könnte einer auf die kluge Idee kommen und sagen, warum geht der Pech eigentlich zum Ackermann? Soll er doch hier die Anwesenden fragen, ob sie nicht Aktien von ihm kaufen wollen, dann werden sie alle beteiligt und ich muss keinen Zins mehr zahlen. Dumm gelaufen. Sie wollen eine Rendite, weil sie sagen, der Pech, der geht vielleicht auch ins Wirtshaus und dann ist da ein Risiko. Dann wollen wir sogar nicht nur das, was Ackermann normalerweise an Zinsen gibt oder verlangt, sondern sogar noch einen Risikoaufschlag. Wir wollen sogar 12%. Die meisten Unternehmen wählen, jetzt kommt betriebswirtschaftliches Grundwissen, wählen eine Mixtur aus Fremd- und Eigenkapital. Aber es spielt wirklich keine Rolle. In jedem Fall ist die Notwendigkeit, Produktion zu kapitalisieren, verbunden damit, dass sie Überschüsse produzieren müssen. Sonst können sie die Stabilität der Wertschöpfungskette nicht erhalten. Und es gibt noch einen dritten Faktor. Also nochmal, Zinsen, Renditen. Und der dritte Faktor ist das, jetzt zitiere ich mal den guten alten Karl Marx, obwohl ich kein Marxist bin, die Reproduktion. Deutscher Betriebswirt würde von Abschreibung reden. Das heißt, mit zunehmender Arbeitsteilung brauchen Sie immer mehr Infrastrukturen, Produktionsstätten, Logistik, Lagerung, Transport und so weiter und so fort. Das alles verschleißt. Jeder Hochofen, jede Straße, jede Brücke, jedes Notebook und wie ich ja schon heute gesagt habe, sogar Menschen. Also selbst die medizinische Versorgung, die Reproduktion der Menschen. All das fließt mit zunehmender Arbeitsteilung als ein Faktor ein, der danach verlangt, auch irgendwie abgedeckt zu werden. Das heißt, die Abschreibung müssen Sie ebenfalls als Überschuss erwirtschaften. Das sind die drei Überschüsse, die immer nötig sind, wenn Sie industrielle Arbeitsteilung betreiben. Und mit zunehmender Arbeitsteilung, mit zunehmendem Arbeitsteilungsgrad oder Spezialisierung haben Sie immer mehr Elemente in dieser Kette, die irgendwie einen Kapitalbedarf haben. Was man dagegen tun kann, ist fast trivial. Das heißt, manches. Okay, ich will nicht verhehlen, dass es noch andere Wachstumstreiber gibt. Wenn wir es schaffen sollten, diese Wachstumstreiber hier in der oberen Hälfte dieser Folie, also die strukturellen, ja, die mit diesen drei Faktoren hier zu tun haben, die einzuhegen, haben wir noch nicht gewonnen. Weil es gibt kulturelle Wachstumstreiber. In einer Welt, in der menschliche Freiheit, auch sozialer Fortschritt, als nichts anderes mehr zu kommunizieren ist, in einer Welt, in der eigene Identität über nichts anderes mehr darstellbar ist, als über Konsum und Mobilität. In so einer Welt gibt es schlicht keine Obergrenze für das, was Konsumentinnen und Konsumenten noch haben wollen könnten. Punkt. So ungefähr drückt sich der berühmte Kultursoziologe Gerhard Schulze aus. Das heißt, wenn wir maßlos sind, wenn wir in einer Welt leben, in der sechsjährige Kinder sich nicht mehr in die Kita oder auf den Schulhof trauen können, ohne ein Gameboy und ein Smartphone dabei zu haben. In so einer Welt können wir noch so viel tun gegen strukturelle Wachstumstreiber,
Da können wir unser Geldsystem noch so gut reformieren. Wir werden weiterhin einen Sog, deswegen spreche ich hier von Pull-Faktoren, wir werden weiterhin einen nachfrageinduzierten Wachstumstreiber in der Welt haben. Das muss man sich immer klar machen. Ja? Okay. An dieser Stelle wird es sofort deutlich, und jetzt schließt sich schon wieder ein Kreis, nämlich zu der allerersten Folie, was rein sehr, sehr abstrakt jetzt betrachtet, die Gegenmittel gegen Wachstumstreiber sind. Und viele von Ihnen haben darüber einiges gehört in anderen Vorträgen. Zunächst einmal, was kann man tun, um Renditen einzuhegen? Damit da, wo Eigenkapital im Spiel ist, die Renditen geringer sind. Andere Unternehmensverfassung, andere Unternehmensform. Ich bin selber zufälligerweise Aufsichtsratsvorsitzender einer Energiegenossenschaft und ich würde mit dem Unternehmen nichts zu tun haben wollen, wenn es etwas anderes als eine Genossenschaft wäre. Weil die Genossenschaft für mich, und das ist nur ein Beispiel, es gibt noch viel solidarischere Ausprägung von Unternehmensformen, aber die Genossenschaft hat den Vorteil, dass wir viele Erfahrungen während der letzten 100 Jahre sammeln konnten, dass wir viel Kompetenzen auch haben und dass Genossenschaften sehr gut anschlussfähig sind an unser derzeitiges Wirtschaftssystem, ohne gleich eine Revolution ausrufen zu müssen. Deswegen, ich war auch 8 Jahre Genossenschaftsvertreter der Ökobank, deswegen sind Genossenschaften für mich eine Möglichkeit, Unternehmen so zu regulieren und zu demokratisieren, dass eben gesagt wird, der Zweck unserer Produktion ist gar nicht, mehr Geld zu verdienen, sondern dem Zweck der eigentlichen Bedürfnisbefriedigung zu nützen. Das heißt, was wir an Überschüssen produzieren, soll nur der Reproduktion dienen oder bestimmten Projekten, anderen Vorsorgemaßnahmen, aber dann geben wir uns damit zufrieden. Und die Demokratisierung in einer Genossenschaft bedeutet ja, dass jeder Mensch, der auch nur einen Anteil zeichnet, genau dasselbe Stimmrecht hat wie Herr Ackermann, der 1000 Anteile zeichnet. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten. Marxisten würden sagen, mein Gott, red doch nicht so um den heißen Brei, stell die Eigentumsfrage. Klar kann man die stellen, indem man sagt, wir müssen das Eigentum abschaffen und auf diese Weise können wir regulieren und demokratisch im Sinne einer Vergesellschaftung des Kapitals irgendwie erreichen, dass keine Renditen mehr da sind. Ich will mich darauf nicht einlassen. Ich will nur sagen, es gibt viele mögliche Wege, über die man reden kann, um den Zwang zur Rendite in irgendeiner Form zu reduzieren. Dann das Thema Geldreform. Jetzt trage ich gerade Eulen nach Athen. Alles, was den Zins reduziert, reduziert auch den Wachstumszwang. Punkt. Deswegen muss man sich nicht irgendwo auf eine Brücke stellen und sagen, ich fordere ein Zinsverbot. Das ist politisch und historisch taktlos, weil wir wissen, dass gerade in Deutschland ein gewisses negatives Vermächtnis da ist, mit dem wir umgehen müssen. Brechung der Zinsknechtschaft. Das ist ein gefährliches Thema, deswegen muss man äußerste Sensibilität haben. Es sollten Pazifisten, tolerante, weltoffene, multikulturell vernetzte Menschen sein, die darüber reden, um jede Verdachtsmomente auszuräumen, dass eine Kritik am Zins in irgendeiner Form antisemitisch oder rechtsradikal sein könnte. Das ist die Aufgabe der Geldreform eigentlich oder derjenigen, die sich daran beteiligen. Und doch bleibt es im Raume stehen. Alles, was den Zins reduziert, bedeutet, dass ein geringerer Zwang da ist, Überschüsse zu produzieren und damit zu einem Wachstum beizutragen, was regelrecht dann erzwungen ist. Natürlich zählt dazu die Einführung von Regionalgeld. Das Regionalgeld sollte einen Umlaufimpuls haben, der eben dafür sorgt, ohne Zins eine Umlaufgeschwindigkeit zu haben, die regionale, deglobalisierte Wertschöpfungsprozesse eben stabilisiert oder locker gesprochen am Laufen hält. Wichtig ist mir auch der sogenannte Vollgeldansatz von Huber. Auch deshalb, weil Josef Huber selber sagt, das lässt sich in Einklang bringen mit Regionalwährung. Das ist ja nicht selbstverständlich. Der Vollgeldansatz, den kennen Sie ja, sagt ja aus, dass die einzige Geldschöpfung nur noch von Seiten der Zentralbank getätigt werden darf. Das würde eigentlich heißen, dass man nicht nebenher noch irgendwie Regionalwährung hat. Tatsächlich gibt es Konzepte, auch Binswanger vertritt die, den Sie auch kennen, wo wir diese beiden Konzepte miteinander vereinigen können. Denn der Vollgeldansatz hat den Vorteil, dass die wilde, willkürliche, maßlose Geldschöpfung der Geschäftsbanken, die aus dem Nichts heraus erfolgt, im Sinne dessen, was Dirk Müller als Schuldgeldsystem bezeichnet, dass das eingedämmt wird. Wenn das so ist, dann heißt das, dass auch die Wertschöpfungsketten sich anpassen müssen an möglicherweise eine nicht mehr so fluide Kapitalversorgung. Das heißt, dass kürzere Wertschöpfungsketten plötzlich eine Option sind. Das heißt, dass eher
arbeitsintensivere, regionalere Formen der Produktion plötzlich interessanter sind. Wenn man den Stoff, der die Arbeitsteilung sozusagen beflügelt, wenn man den halt verknappt, und das tut man durch einen Vollgeldansatz, weil eine Geschäftsbank nicht mehr Geld als Kredit ausgeben kann, als zu 100% sozusagen an Einlagen da ist. In Wahrheit heißt das Ding ja auch nicht Vollgeldansatz. Ich mag halt den Josef Huber, deswegen wollte ich ihm hier die Ehre erweisen. Es war Irving Fischer, wie Sie wissen, der mit seinem 100% Money Approach, ja, bravourös eigentlich schon dieses Problem, will ich nicht sagen, komplett gelöst hat, aber das vorweggenommen hat, was Huber und Robertson jetzt vorschlagen. Aber das sind ja keine Plagiatoren, sondern die zitieren ja auch den Irving Fischer rauf und runter. Aber noch wichtiger als all das ist die Verkürzung der Wertschöpfungskette. Lassen Sie uns nochmal über den Zins reden und über Renditen. Was bringt einen Menschen im 21. Jahrhundert dazu, sich mit weniger Zinsen und mit weniger Renditen zufrieden zu geben? Ich behaupte, die kurze Wertschöpfungskette. Das klingt ganz schön platt. Ich will es Ihnen vormachen. Also, ich lebe in einer Region in Oldenburg und versorge mich über eine Demeter Hofgemeinschaft. Sie ahnen, wo die ihre Kredite herkriegen. Denn diese Hofgemeinschaft muss auch investieren irgendwie. Wenig zwar, das ist eine sehr arbeitsintensive Art, wie dort Fleisch und Feldfrüchte und so weiter, wie das hergestellt bzw. gezüchtet, produziert wird, aber etwas Kapital ist schon noch erforderlich. Ich versorge mich über diese Hofgemeinschaft. Ich habe eine kurze Distanz zwischen der Hofgemeinschaft und mir, ist keine Wertschöpfungsstufe mehr. Das heißt, ich kenne diese Menschen, ich kenne die Kinder dieser Menschen, ich kenne den Hof, das sind mehrere Höfe, also deswegen Hofgemeinschaft. Ich versorge mich über eine Form, von der sich sagen ließe, dass das Ökonomische wieder eingebettet ist in das Soziale. Das geht nicht in einer globalisierten Wirtschaft, das geht nur über den unmittelbaren Kontakt, das geht über die Face-to-Face-Kommunikation, das geht über das Duzen, das geht darüber, dass ich abends einen von denen auch mal im Wirtshaus treffe und sage, hallo, wie geht's denn? Herr Käse war super. Okay, danke, nehme ich mit nach Hause das Kompliment, so ungefähr. Lachen Sie nicht. Das ist regionale Produktion. Jetzt gehe ich irgendwann auf den, der Bernhard lacht, wir beide leben ja in derselben Stadt, gehe ich auf den Öko-Wochenmarkt und sage, was ist das denn? Der Käse ist ja um 10% teurer geworden. Da sagen die, ja, wir holen unser Geld immer bei der und der Bank. Ist das nicht die Bank, wo du auch dein Geld immer hinbringst? Ja, ja. Und die haben die Zinsen erhöht. Nehmen wir mal an, Sie wissen, welche Bank ich meine, für die ich jetzt hier keinen Werbeblock einziehen will. Ich gehe da hin und sage, guten Tag, Herr Jorberg, ich möchte auch gern 10% Zinsen haben. Genau wie ich die bei Josef Ackermann kriege. Dann kratzt sich der Jorberg am Kopf und sagt, Scheiße, wenn alle Sparer das wollen, muss ich, um am Markt zu bleiben, das wohl irgendwie akzeptieren. Also muss diese Hofgemeinschaft jetzt höhere Zinsen zahlen. Das ist jetzt sehr unterkomplex. Bitte verzeihen Sie mir das, aber ich habe nicht alle Zeit der Welt. Und muss es auf die Preise aufschlagen. Denn das ist doch klar, dass sozusagen der Preis etwas mit dem Zinssatz zu tun hat. Kann man bei Margaret Kennedy, bei Helmut Kreuz nochmal etwas genauer nachlesen. Da an der These ist was dran. Was ist jetzt passiert? Ich habe mich jetzt selber auf zweierlei Weise aufs Kreuz gelegt, mir ins eigene Fleisch geschnitten und das, obwohl ich Vegetarier bin. Erstens, ich habe meine eigene Versorgung gefährdet. Zweitens, ich habe mich erschrocken über meine eigene Gier, weil ich Empathie habe mit denen, die mich versorgen, weil ich sie kenne, weil sie Teil meiner Sozialstruktur sind. Und drittens, ich habe meine eigenen ethischen Grundsätze verletzt, denn ich bin doch ein Fan von ökologischem Landbau. Deswegen gehe ich doch zu dieser ganz bestimmten Bank, wie damals bei der Ökobank auch. Das heißt, die Nähe zwischen Verbrauch und Produktion kann eine Bedingung dafür sein, nicht nur die Ökosphäre zu schützen sowieso, weil das kürzere Wege sind, nicht nur den strukturellen Wachstumszwang auszuhebeln, der daraus resultiert, dass bei längeren Wertschöpfungsketten mehr Kapital gebraucht wird, sondern drittens, drei Fliegen mit einer Klappe, überlegen Sie mal, drittens, dass schlicht und ergreifend über die Wiedereinbettung, die Reaktivierung sozialer Beziehungen, einfach der Trieb plötzlich fehlt, Zinsen oder hohe Renditen zu fordern. Sie würden von Ihrer eigenen Schwester, von Ihrem eigenen Bruder doch nicht 10% Zinsen verlangen, wenn diese Person zu Ihnen kommt und sagt, du hör mal, ich brauche da mal einen Tausi. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Bruder geht ins Wirtshaus und versäuft es, wenn das so ist, wissen Sie das, dann kriegt er gar nichts. Oder Sie trauen ihm und dann nehmen Sie auch keine Zinsen. Zinsen nimmt nur, wer keine Freunde hat. Zinsen nimmt nur, wer keine Empathie hat. Zinsen nimmt nur,
Wer in einer Welt lebt, in der alles so anonymisiert, nämlich globalisiert ist, dass man keinem mehr trauen kann, logischerweise. Dass man auch nicht weiß, was mit dem Geld passiert. Da, wo Vertrauen da ist, wo Empathie da ist und wo ich eine Bank habe oder einen Finanzintermediär, der mir hilft, das Geld genau da zu platzieren, wo es meinen eigenen ethischen Überzeugungen dient, das kann der Landbau sein, das können soziale Projekte sein, Gesundheitsprojekte, Kunst, Kultur, Energie, alles, da wäre ich doch bekloppt, auf Deutsch gesagt, wenn ich sozusagen da versuche, etwas abzuschöpfen und das zu schröpfen damit, was mir am Herzen liegt. Deswegen hängen diese Dinge, Zins, Geld, Rendite und die Länge der Wertschöpfungskette miteinander zusammen. Das ist das eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich Ihnen mit auf den Weg geben will. Aber jetzt, damit Sie nicht umsonst hier sitzen, auch noch ganz kurz zur Postwachstumsökonomie auf dieser Basis. Aber bevor ich diesen Aspekt vertiefe, nämlich wie jetzt die Konturen der Postwachstumsökonomie sind, nochmal die andere Seite. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn wir über diese Maßnahmen, die ich jetzt gerade alle beschrieben habe, Aspekte einer Geldreform, aber in Verbindung mit verkürzten Reichweiten der Wertschöpfung, wenn wir all das soweit erledigt haben und all das andere, was ich dazu gerade auch gesagt habe und aus Zeitgründen nicht nochmal wiederholen will, bleiben die kulturellen Wachstumstreiber. Bin ich als Ökonom in der Lage, Sie von Suffizienz zu überzeugen? Ich meine mal unter uns, Suffizienz. Also assoziieren die meisten Leute mit Verzicht. Ist es nicht so? Ich behaupte, das stimmt nicht. Ich kehre nochmal zurück zum Erschöpften Selbst von Ola Ehrenberg. Das ist auch der Titel des Bestsellers, den er vor ein paar Jahren geschrieben hat. Viele Leute sagen, und ich kehre damit zugleich auch zurück zu dem wichtigen Befund der Glücksforschung. Viele Leute sagen, dass Geld immer der Engpassfaktor ist bei der konsumtiven oder mobilitätsbasierten Glückssuche. Weil was ich mir nicht kaufen kann, das kann ich nicht erwerben, das kann nicht irgendwie beitragen zur Steigerung meiner Emotionalität im positiven Sinne oder sonst irgendwie zum Glück, zum Wohlbefinden, zur Zufriedenheit. Diese Begriffe sind immer schwer auseinanderzuhalten. Ich behaupte, das stimmt gar nicht. Zeit ist der Engpassfaktor. Warum? In einer reizüberfluteten Welt stehen Ihnen mehr Optionen zur Verfügung, als Sie Zeit haben, alleine diese Dinge auszuwählen, zu vergleichen und sie dann überhaupt in Anspruch zu nehmen. Das Problem ist, und das ist die große blinde Lücke eigentlich in der ganzen Konsumforschung, daran arbeite ich natürlich intensiv als Mikroökonom und auch Konsumforscher, das Problem ist, dass es nicht möglich ist, durch eine Konsumaktivität den eigenen Nutzen zu steigern, ohne dieser Aktivität eigene Zeit zu widmen. Wer mir ein Gegenbeispiel nennen kann, der kriegt eine Flasche Öko-Champagner. Egal aus welchem Anbau. Allein ein Stück Kuchen zu essen, Kaffee zu trinken, Wasser zu trinken, Vortrag zu halten, ein Jackett zu tragen, irgendwo hinzufliegen, das kostet schon Zeit. Es kostet sogar schon Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, von denen man sich eigentlich verabschiedet hat. Wenn ein Mensch wie ich beispielsweise, der für sich die Entscheidung getroffen hat, niemals ein Handy oder Smartphone zu kaufen, im Großraumwagen, der Eisenbahn sitzt, wird ihm so oft ein derartiges Artefakt vor die Nase gehalten, dass selbst ich dann quasi ständig diese Entscheidung neu revidieren oder auf den Prüfstand stellen muss, indem ich frage, ach herrje, müsste ich nicht doch so ein Smartphone haben, wenn ich jetzt zu spät zum Vortrag komme, kann ich da nochmal anrufen oder ich kann zu Hause anrufen und fragen, was zu essen, irgend so ein Zeug. Ja? Das heißt, in einer reizüberfluteten Welt werde ich sogar torpediert durch Angebote und durch Optionen, die ich gar nicht zu nutzen vorhabe, sondern die ich einfach nur identifizieren, auswählen und zur Kenntnis nehmen muss. Und der Tag hat nur 24 Stunden. In so einer Welt der Reizüberflutung ist es kein Wunder, wenn jede Konzentration auf das Wesentliche fehlt und damit jede Fähigkeit, glücklich zu werden, den Bach runtergeht. Die Kunst des lustvollen Konsumierens, und das ist Suffizienz, die Kunst des lustvollen Konsumierens besteht nicht im Verzicht, sondern in der Konzentration auf eine beschränkte Auswahl von Konsumaktivitäten, für die man dann noch die Zeit übrig hat, die man braucht, um all diese Aspekte, ich sage es nochmal, lustvoll auszuschöpfen. Das ist Suffizienz. Ein nicht mehr amtierender deutscher Umweltbundesminister hat mal eine Studie in Auftrag gegeben, das war auch das Wichtigste, was er getan hat.
um herauszufinden, wie viele Gegenstände, Konsumgegenstände ein durchschnittlicher deutscher Haushalt sein bzw. ihr eigen nennt. Personenbezogen, pro Person, okay. Was meinen Sie, ist rausgekommen? Wer weiß das? Richtig? Nee, 10.000 ist, aber würde mich auch nicht wundern. Es gibt bestimmt eine Menge Leute, wo es 13.000 sind. In so einer Welt bedeutet Suffizienz nicht Verzicht, sondern Rückkehr zum menschlichen Maß. Rückkehr zu der Ebene, die einen wirklich glücklich macht. Vor allem ist es reiner Selbstschutz. Schutz vor Reizüberflutung und quasi vorprogrammiertem Unglück. So, jetzt haben Sie fast schon alles überstanden. Ich habe aber noch 5 Minuten. Ich weiß über die Zeitrestriktion Bescheid. Ich möchte jetzt ganz kurz mit Ihnen noch eben die sogenannte Postwachstumsökonomie besichtigen, aber das ist jetzt nichts Neues mehr. Wir haben 2 Anpassungsdimensionen, die wir quasi instrumentalisieren müssen. Und das ist dasselbe wie das, was auf der 2. Folie stand. Reduce to the max, suffizientere Konsumansprüche, heißt Ballast abwerfen, also nicht verzichten. Sich freimachen von dem Wohlstandsballast, der nur unser Leben verstopft. Freimachen von Wohlstandsballast, der erstens Geld kostet, zweitens Zeit kostet, drittens Raum in Anspruch nimmt und viertens die Ökosphäre verhunzt. 4 Fliegen mit einer Klappe. Also, zwischen Maßlosigkeit und Askese. Askese, also Verzicht, ist keine Lösung für mich. Da bin ich zu versaut durch meine Sozialisation in einer Konsumgesellschaft. Ich stehe schließlich nicht nackt vor Ihnen. Das da schließlich ist ein Computer und nicht irgendwie ein Stück Kreide. Aber dazu sage ich gleich auch was. Und die 2. Maßnahme, die Subsistenz, ist keine Frage des entweder sich industriell versorgen zu lassen oder den Gemeinschaftsgarten zu nutzen oder wirklich im Dreck zu buddeln wie im Mittelalter, sondern es gibt Abstufungen zwischen unterschiedlichen Versorgungssystemen. Angefangen wirklich mit der reinen Subsistenz. Eigenarbeit, selber machen, Brot backen, Textilien pflegen, Sachen reparieren, Kinder erziehen, den Garten und so weiter und so fort. Bis hin zum globalisierten Konsum, das ist die Antithese. Und dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen, die Sie unterscheiden können anhand der Distanz zwischen Verbrauch und Produktion. Hier haben wir schon eine Distanz. Hier sind das plötzlich 5 Leute, die miteinander irgendwie gemeinsam was machen. Dann gibt es Tauschringe, dann gibt es Transition Towns und dann kommt Norbert Rost mit dem Elbtaler. Oder es gibt so viele, oder Christian Gellery, der auch hier ist. Die Regionalwährungen sind wichtig. Und dann die Restgröße, die reine Restgröße, was wir nicht als Ballast abwerfen können, was wir nicht selber produzieren können, was wir nicht mit anderen tauschen können und was nicht in der Region zu produzieren ist an restlichen Bedarfen, das ist in der Tat die Restgröße, die der Rumpf an Industrieproduktion, der verbleibt, dann quasi erledigen muss. In so einer Welt würden wir die Industrie reduziert haben auf glatt die Hälfte. Pi mal Daumen. Wer bietet mehr, wer bietet weniger, ist egal. Es geht nur um die Metapher. Wir hätten dann nur noch 20 Stunden Arbeitszeit, wenn wir die verbliebene gegen Geld entlohnte Arbeitszeit gerecht verteilen. Aber die gute Nachricht ist, dass wir die anderen 20 Stunden jetzt hernehmen können, um glückstiftend, elegant, stressfrei, sozial eingebettet, Formen einer urbanen Subsistenz zu praktizieren. Und das ist dann auch der letzte Schritt, den ich gleich noch kurz vorführe. Wir hätten dann aber, das nehme ich hier schon mal vorweg, als kleines Zwischenfazit, 3 einander ergänzende Versorgungssysteme. Die lokale Selbstversorgung ganz ohne Geld, ohne Logistik, lokal wie der Name schon sagt. Die Regionalwährung als ein Zwischenstadium, das all das ergänzt, was wir nicht sozusagen lokal machen können. Und die Restgröße, die weder lokal noch regional in irgendeiner Form als Wertschöpfung herzustellen ist, das verbleibt Objekt des globalen Systems. Und welche Rolle Geld dabei spielt, ist dann fast trivial. Einmal gar kein Geld, dann anderes Geld, Regionalwährung und natürlich der restliche Bereich bleibt dann natürlich. Okay, hier nochmal einige ausgewählte Beispiele für Regionalwährung, aber ich glaube, das muss ich Ihnen hier nicht näher erklären. Und wir haben weiter in diesem problematischen Bereich, wo ein Vollgeldansatz, vielleicht auch der Bankerplan von Keynes, ein Terra vielleicht oder sowas in der Art eine Rolle spielen könnte, dann neue genossenschaftliche Banken als Finanzintermediäre, auch die von Attac vorgeschlagene Tobin Tax,
wäre da auch zu befürworten, um diesen Bereich möglichst irgendwie zu einer tatsächlich unschädlichen Restgröße werden zu lassen. Ich brauche also, um eine Postwachstumsökonomie halbwegs ohne Romantik und ohne Predigt darzulegen, als Wissenschaftler eine Theorie der Suffizienz, die habe ich gerade ganz grob vorgestellt, und eine Theorie der Subsistenz. Und der letzte Schritt, dann haben wir noch genug Zeit zum Diskutieren, jetzt überspringe ich wieder was, wird sein, nochmal ganz kurz auf die Theorie der Subsistenz einzugehen. Was versteht man darunter überhaupt? Genauso wie die Suffizienz mit dem Klischee belastet ist, es ginge dabei um Verzicht. Schmerzhafte Entsagung, was ich gerade in ein paar Sätzen grob skizzierend versucht habe zu widerlegen. Genauso ist die Subsistenz mit dem Klischee belegt, es ginge dabei um Rückschritte, es ginge um die Rückkehr zu mittelalterlichen, entwürdigenden Praktiken der Versorgung. Das ist nicht so. Hier haben wir den Ist-Zustand, also ein 100% fremdversorgtes Subjekt. Das ist der sogenannte 100%-Konsument oder die 100%-Konsumenten. Daran erkennbar, dass dieses Lebewesen dann ausstirbt, wenn alle Supermärkte der Welt 4 Wochen geschlossen haben. Das ist eine weitere Kehrseite dieser Versorgung, die ich ja zu Beginn meiner Ausführung heute dargestellt habe. In einer Postwachstumsökonomie, wo wir alle Schrumpfungspotenziale, denken Sie nochmal an die Suffizienz, aktiviert haben, verbliebe noch ein Dasein in einer arbeitsteiligen Welt, aber nur noch zur Hälfte. Halbe Industrie heißt halbe Arbeitszeit, 20 Stunden Arbeit. Und die anderen 20 Stunden können nun hergenommen werden, um marktfreie, entmonetarisierte Leistung zu erstellen, zu tauschen und zu pflegen. Eine solche Zeitgenossin würde ich nicht mehr als Konsumentin bezeichnen, sondern als Prosumentin, ein Begriff, den Erwin Toffler geprägt hat in 2 Publikationen, die Sie möglicherweise kennen. Wie läuft sowas ab? Was wäre eine ökonomische Theorie der Subsistenz? Nun hier nochmal zur Wiederholung, da ist die Prosumentin, die 20 Stunden arbeitet, Geld hat, auch Dinge kaufen kann, aber die anderen 20 Stunden formieren jetzt 3 Inputfaktoren. Das ist die Berufskrankheit jedes Wirtschaftswissenschaftlers. Für mich ist alles Input oder Output. So bin ich heute auch gestartet. Sie erinnern sich, ne? Input, der Planet wird ausgekratzt. Output, da kommt was raus, was erst Glück macht und dann irgendwie eine ökologische Schädigung darstellt. Alles ist irgendwie Input und Output. Genauso gilt das auch für eine Subsistenztheorie. Diese 3 Inputs klingen erstmal trivial, aber sie sind absolut essentiell. Ich mache jetzt mal so ein Spielchen und zwar mit Ihnen. Genau, Sie müssen nur stillhalten, es tut nicht weh. Nehmen wir mal an, wir beide wohnen in Köthen, in derselben Straße. Wir sind beide angelangt in einer Postwachstumsökonomie, arbeiten noch 20 Stunden, haben etwas Geld, aber nicht alles Geld der Welt. Er ist so ein Handwerker, hat sich neulich einen Winkelschleifer geleistet, aber hat sich da ganz schön strecken müssen, weil, wie gesagt, er hat ja nur das Einkommen, das also 20 Stunden an Erwerbsarbeit entspricht. Ich bin so ein Typ, der gerne fotografiert. Ich habe mir möglicherweise eine Digitalkamera irgendwann mal angeschafft und vielleicht auch ein Notebook. Und wir lernen uns möglicherweise zufällig kennen, weil wir dicht zusammen wohnen. Ich höre irgendwann das Geräusch des Winkelschleifers bei ihm da in der Wohnung, klopfe an und sage zu ihm, können Sie mir nicht mal Ihren Winkelschleifer leihen, weil ich kann mir den nicht leisten und den benutzen Sie sowieso nicht jeden Tag, weil das eigentlich ein Staubfänger ist. So viele Tische gibt es da gar nicht. Im Gegenzug kann ich Ihnen meine Digitalkamera leihen. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben eine soziale Interaktion ausgenutzt, um industrielle Produktion zu sparen. Wenn Sie alle das auch machen, kann die Produktion der Winkelschleifer und Digitalkameras glatt um die Hälfte sinken. Anderes Beispiel. Dieses Gerät, was Sie hier sehen, gehört der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Ich habe gar kein eigenes Notebook. Das teile ich mir mit 3 Leuten. Das kriegen wir aber nur hin, weil wir uns irgendwie koordinieren. Man kann von sozialer Beziehung oder sozialer Interaktion reden. Um wie viel kann die Notebook-Produktion sinken, wenn andere das auch tun? Um 2/3. Das heißt, die Gemeinschaftsnutzung hilft immer weiter. Handwerkliche Kompetenz. Wenn ich in der Lage wäre, so viel Geschicklichkeit aufzubringen, dass ich die Sollbruchstellen dieses Notebooks nicht nur pflege, schütze, sondern sogar selber irgendwie repariere. Ich muss nur Folgendes können. Ich muss das Netzteil auswechseln können,
Ich muss das Disklaufwerk auswechseln können, die Festplatte, den Arbeitsspeicher, das Motherboard und die Scharniere. Wenn ich das kann, bin ich mit ganz minimalen handwerklichen Fähigkeiten in der Lage, die durchschnittliche Nutzungsdauer eines solchen Notebooks von 5 auf 10 Jahre zu erhöhen. Um wie viel kann dann die Produktion sinken? Um die Hälfte. Das gilt für ein Jackett auch. Wenn ich in der Lage bin oder das mit ihm tauschen kann, wenn er zum Beispiel gut Jacketts reparieren und pflegen kann, wenn die zum Beispiel, wenn ich zu viel Bier trinke und nicht mehr passt oder der Knopf und solche Geschichten, und ich dafür im Gemeinschaftsgarten arbeite und ihm dafür sozusagen überschüssige Früchte, die ich gar nicht verbrauchen kann, gebe, dann haben wir 3 Dinge kombiniert. Jetzt genau aufpassen. Erstens die soziale Interaktion, nicht nur des Tausches der Nutzung von industriellen Gütern, deren Produktion wir dadurch senken können, sondern auch von Leistung. Handwerk, eigene Produktion. Wie der Name schon sagt, das ist die handwerkliche Kompetenz. Ja? Ein Brot zu backen, im Garten zu arbeiten, ein Jackett zu pflegen, Möbel zu reparieren, auf Langlebigkeit zu trimmen und einen Computer zu reparieren, das kann ich ihm anbieten, sollte er mal einen haben. Das ist handwerkliche Kompetenz und eigene Zeit. Nichts von all dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, ist ohne eigene Zeit zu leisten. Ich brauche Zeit, aber die kriege ich nur, wenn die Wirtschaft schrumpft und mich freisetzt und ich nicht mehr 40 Stunden arbeiten muss. Ich brauche ein Minimum an handwerklicher Kompetenz, aber weil ich nicht alles können kann, brauche ich drittens den Austausch mit anderen Leuten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, er kann 3 Dinge anbieten, ich kann 2 oder auch 3 Dinge anbieten und wir tun uns zusammen mit 5 oder 10 Leuten, wo jeder nach seinem Belieben, nach seiner Präferenz sich spezialisiert auf Dinge. Wie viel kommt dann zusammen? Die Outputs? Das sind die Inputs und das sind die Outputs. Eigene Produktion, das ist der Garten, das ist das Brot. Gemeinschaftsnutzung, das ist das mit der Digitalkamera und dem Winkelschleifer oder dem Notebook. Und die Nutzungsdauerverlängerung. Ja? Neulich ist er aus dem Wirtshaus gekommen. Was war? Bordstein nicht gesehen. Lag am Bordstein, nicht an den Getränken. Ne? Fahrrad im Eimer. Ich kann Fahrräder reparieren, kann ihm das sozusagen fertig machen. Das Rad hält auf diese Weise länger. Ich kann auch das Licht reparieren. Er dafür kann meine Möbel instand halten. Wenn ich die Nutzungsdauer der Möbel dadurch erhöhen kann, kann ich die Produktion reduzieren. Das heißt also, urbane Subsistenz heißt eben nicht, zurück ins Mittelalter zu gehen, sondern durch diese 3 Subsistenz-Inputs mit geringerer Industrieproduktion klarzukommen. Diese geringere Industrieproduktion zu veredeln. Ja? Die Digitalkamera freut sich doch, wenn nicht nur ich da drauf rumdrücke, sondern wenn mehr Leute was davon haben. Der Winkelschleifer freut sich, ja, wie ein Schneekönig, wenn er nicht nur in dem Keller des jungen Mannes liegt, sondern wenn ein anderer Mensch vorsichtig den auch benutzen kann. Warum wollen wir den Dingen nicht diesen Luxus erlauben? Okay, ganz zum Schluss noch, dann haben wir noch Zeit zum Diskutieren. Einfach nochmal, ich muss hier einiges weglassen, weil das zeitlich nicht reicht, aber nochmal hier die Postwachstumsökonomie im Überblick, das ist der Ist-Zustand, 40 Stunden, fremdversorgt in der Industrie mit all den Konsequenzen, die ich ja hier in epischer Breite erläutert habe. Und das ist die neue Welt, 4 Schichten. Erstmal Ballast abwerfen, erstmal das, was wir alles nicht brauchen, wovon wir uns befreien können, ja, das, was uns ohnehin nur abhängig und gestresst macht, das erstmal entrümpeln, entschleunigen, Reizüberflutung vermeiden. Jetzt kommt das, worüber ich gerade gesprochen habe, die Subsistenz. Industrielle Produktion ersetzen durch Subsistenz. Der Fantasie sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ja? Und was dann übrig bleibt, da müssen wir schauen, wie wir das mit Geld machen. Am besten mit Regios, in der Region. Und was wir dann auch nicht auf Basis von regionalen Wertschöpfungsketten deglobalisiert hinkriegen, das ist diese Restgröße. Und was hier alles aufgezählt ist, das sind jetzt alles die physischen, das ist mein Spezialgebiet, ich bin da nun mal Produktionsmensch, das sind die physischen Möglichkeiten, hier mit Effizienz und Konsistenz diese Restgröße irgendwie hinzubekommen. Aber das muss flankiert werden durch institutionelle Innovationen. Dazu zählen genau die Geldreformmaßnahmen, die ich genannt habe. Absolut. Die brauche ich hier nicht nochmal runterbeten, weil andere Experten das auch genannt haben. So, hier halte ich erstmal inne und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.